Das Ding. Live, laut, lässig. Das Musikerleben ist ja echt hart. Monatelang auf Tour, Nightliner, Groupies, Ekstase. Und vor allem die Produktion der Alben. Stundenlang im Studio stehen, immer wieder einsingen der gleichen Zeilen, bis endlich alles passt. Naja, so war das zumindest früher mal. In der digitalen Welt kann jeder stylische Fotos basteln, Pickel wegretuschieren, aber auch hässliche Stimmen können schön gemacht werden. Dieses Video geht klicktechnisch zurzeit durch die Decke. Wir machen den Praxistest. Mit einem hoffnungslosen Fall wollen wir herausfinden, ob das mit dem Schöndrehen wirklich so einfach ist. Ein Tonstudio in Ludwigsburg. Leute, die hierher kommen, können in der Regel singen. Und die Fanta 4 haben hier eine Version ihres Unplugged 2 Albums mischen lassen. Das ist Marcel. Er trifft heute mit Sicherheit auf die größte Herausforderung seines Tontechnikerlebens. Wovon sollen wir träumen, so wie wir sind? Marcel, ich kann dir jetzt schon mal eins sagen, du wirst den Tag heute nicht vergessen, weil ich kann nämlich überhaupt nicht singen. Das sind perfekte Voraussetzungen für mich. Das Wichtigste ist zunächst mal, dass sie sich wohlfühlt. Oh mein Gott. Das habe ich versucht. Und in dem Moment, wo ich sage, wir laufen und das Rotlicht geht an, dann muss ich eine Emotion einfangen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, ob musikalisch auch was bei rumkommt. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Und das vollkommen zu Recht. Ich habe mir jetzt Chasing Cars von Snow Patrol ausgesucht. Der ist eigentlich vom Tonumfang relativ leicht, aber er ist von daher schwer, weil du relativ viele lange Töne hast. Oh Gott, mir ist das so peinlich. Ich sterbe. Und jetzt ging's los. We'll do it all, everything. Oh Gott, das wird sehr hart. On our own. Gott, ich kann es echt null. Hast du den Song schon mal gehört? Ja. Ja? Offensichtlich nicht oft genug. Aber im YouTube-Video dreht der Techniker auch nur an ein paar Knöpfen und aus schräg wird gerade. Also ich kann zum Beispiel an Tonhöhen gar nichts machen. Also wenn sie mir einen falschen Ton singt, kann ich eigentlich nichts machen. Es gibt eine Software, die nennt sich Autotune, die versucht es in Echtzeit auszugleichen. Kann ich auch mal einschalten, aber... Das Problem ist oft, man hört sehr schnell so einen Chair-Effekt. Das heißt, ich höre, dass der Ton umschlägt. Ja, praktisch vom falschen Ton zum richtigen. Anything or anyone. Das Programm ist eigentlich dafür da, dass du wirklich, wenn jemand nahe dran ist oder sehr nahe dran ist, das noch ein bisschen perfekter bekommst. Und es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man das über eine gesamte Gesangsspur drüber jagt. Das heißt, der Tontechniker kann während einem Auftritt nichts an der Gesangsqualität ändern. Oder shit in, shit out. Wenn ich zu einem Pop- und Rockkonzert gehe, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit absolut gen Null, dass man verarscht wird. Sondern das ist das, was beikommt. Deshalb stellen ja viele auch fest, dass ein Sänger dann, manche Sänger sind live halt noch besser. Und bei manchen fällt auf, dass sie live nicht ganz so gut sind. Ja, ich glaube, wir haben's. Darf's gerne mal rauskommen, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Im Studio singen auch die unbegabteren Musiker in der Regel tatsächlich selbst. Denn hübsch gemacht wird das Ganze am Rechner in der Postproduktion. Also das ist deine Gesangsspur, die wir aufgenommen haben. Und wir haben jetzt hier mal die Tonhöhen analysiert. Und du siehst, es gibt jetzt praktisch hier so kleine Kästchen. Ist vergleichbar ein bisschen mit, wenn du Karaoke singst. Das draußen heißt, ich liege also eigentlich manchmal zumindest drin. Du liegst manchmal gar nicht schlecht. Das kann man so sagen, ja. If I just lay here. So bei Lay, ja, merkt man schön, wo du eigentlich hin willst, nämlich nach oben. Das heißt, wir können den mal hochziehen. Ach, das ist ja krass. Also man kann es wirklich dahin ziehen, ja, wo man will. Du wirst nur merken, ab einem bestimmten, also wenn ich es zu stark mache, hört man es. If I just lay here. Und so war es vorher. If I just lay here. Ja, also wir nähern uns schon ein wenig. Ja. Kurz mal so gut wie jeden Ton nachkorrigieren und keine 20 Minuten später hört man den Unterschied. So, wir hören mal rein. Das war der Anfang. Okay. Ja, so. If I lay here. Das ist viel schönes Ball. If I just lay here. Ja, der Rutschbahnton. Would you lie with me and just forget the world? Genau.
Ich wage die Prognose, so wäre es kein Hit geworden, auch wenn es schön ist. Es ist schlimm. Und jetzt, ich sag's gleich, es ist nur ein bisschen besser. Wirklich nur ein bisschen, aber ein bisschen besser ist es. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Haben wir schon ganz schön hinbekommen und so sieht's aus, Sandra. Mehr kann ich leider nicht machen. Es steht also fest: Aus Scheiße lässt sich auch mit digitalen Tricks kein Gold machen. Ja, danke an die Technik an dieser Stelle. Es tut mir so leid, dass ich dich so gequält habe. Es war nett. Es war nett. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.